Willkommen zurück bei einer neuen Folge Let's Play Contrast. Und ihr erinnert euch, in der letzten Folge waren wir schon hier mit der Kugel und irgendwie habe ich die dann in den Schatten da vorne verloren und habe sie auch nicht mehr wiedergefunden. Also ich habe bestimmt noch 10 Minuten hier rumprobiert und habe die Kugel einfach nicht wiedergefunden. Ich denke mal, ich werde sie jetzt nicht loslassen. Und ich hoffe, das klappt, wenn ich jetzt hier... Oh, sehr schön. Gut, gut. Also ich habe euch meine Suche nach der Kugel jetzt höchstwahrscheinlich nicht hier vorne reingeschnitten. Einfach weil, ja, ne, das streckt das Video dann wieder unnötig und das wäre nicht gut. Moment, wenn ich hier hingehe und hier die Kugel hinlege... Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das funktioniert, weil hier unten bekomme ich sie ja nicht rein. Ah, das passt nicht ganz, oder? Ah, doch, das passt super. Ach, schön. Das sieht gut aus. Dann haben wir wieder... Ja. Ach ja, ich mag sie so. Okay, dann hätten wir das jetzt geklärt. Also ich weiß nicht, ob die beim letzten Mal echt irgendwie in den Schatten oder so noch festhing. Ich habe sie da einfach nicht mehr rausbekommen. Verpasse den letzten Schlag. Oh, oh. Okay. Gut. Hier können wir in die Schatten, das bringt aber nichts. Ich möchte erstmal gerne wissen, was das hier oben macht. Ah. Aha, okay. So würden wir da rein theoretisch rüberkommen. Aber ich glaube, das bringt uns noch nichts, weil wir hier nichts in der Kanone haben, ne? Huch, ich laufe da ja fast rein. Moment. Moment. Ach, und da ist die Kugel. Okay, da geht es wahrscheinlich später weiter. Gut. Dann dürfte ja eigentlich schon klar sein, was zu tun ist. Es ist hier unten übrigens recht dunkel aufgrund der vielen Schatten. Ich hoffe, das sieht nicht allzu schlimm auf YouTube aus. Da wird es ja in der Regel noch mal ein bisschen dunkler. So. Die Frage ist... Ich kann hier nicht springen, ne? Ah, ich kann hier nicht springen. Das ist natürlich doof. Moment. Die nochmal eben liegen lassen. So, dann müsste das eigentlich passen, wenn wir danach... Huch, nicht vergessen, in die Schatten zu wechseln. Wenn wir das Ganze danach nochmal machen, dann packe ich die Kugel nämlich jetzt einfach... Ja, dann packe ich die Kugel einfach mal hier hin, genau. Nee, das müsste aber eigentlich so funktionieren, wenn ich dann nicht auf den falschen Knopf drücke. Und ich finde das nach wie vor so schön, so toll gemacht. Also, es sollte mehr Spiele geben, die so sind. Das finde ich echt super. So, jetzt liegt das nämlich oben. Ja, das passt doch, weil alleine kann sie doch, wenn sie nichts trägt. Jawohl, dann kann sie springen. Sehr gut.
Casey? Uh-oh. We didn't break anything, did we? Maybe we can get out that way. Okay, finde einen Weg zum Öffnen der Tür. Erstmal holen wir uns hier natürlich die Leuchtkugel. Hallo? Hä? I bet there's nothing actually broken. I bet it's just something you forgot to turn on. Ach so, okay. Vickers, Daddy bought it. I bet there's just like one thing he forgot to do, and that's why the whole ride isn't working. It's probably in the control room, or the engine room, or something like that. Okay, schön, dass du dich hier so gut auskennst. Come on. Huch. It's dark out there. How are you gonna climb on shadows if it's dark? Ich weiß, es ist hier gerade super dunkel. Das tut mir jetzt echt leid, dass ihr wahrscheinlich noch weniger seht als ich gerade. Aber ich gehe hier auch ganz schnell raus. Oder? Hallo? Ich möchte hier raus. Na toll, hier komme ich natürlich nicht hoch. Wo bin ich jetzt und wo ist Didi? 7 von 15 Leuchtkugeln, das ist schön, aber Didi, wo bist du? Ist sie schon hier? Weil das sieht ja... Ach, da! I think we can restart the whole ride. I knew it. I knew it was something simple. Okay. I think all we need to do is pull these levers at the same time. Alles klar, aber was haben die... Are you ready? Nein! Okay, 3, 2, 1, go! Okay. I think we fixed it. I think we fixed the whole thing. Na super. Repariere die letzte Attraktion. Ja, Manno. Ich wusste ja nicht, dass wir danach direkt wieder hier draußen sind. Ich wollte es noch gerne lesen oder was auch immer. Das war, glaube ich, ein Sammelobjekt. Ach, Manno. Das ist jetzt schade. Na gut, die letzte Attraktion. Was ist das nur? Ach, wir können das hier nochmal eben versuchen. Wenn wir gerade schon mal hier sind, also ich muss mich auf jeden Fall da drauf stellen. Ich habe in den Kommentaren gelesen, dass irgendeiner geschrieben hat, dass man einfach nur darauf warten müsste, bis der einen hochkatapultiert. Jein, ich glaube, man muss wirklich erstmal da oben drauf stehen. Also glaube ich, weil höher schlägt er ja nicht. Es geht ja nur bis da oben. Ich probiere es einfach nochmal. Beim dritten Mal, wie immer. Und dann könnte ich das mal... Oh Mann, sie fällt auch immer runter. Einmal noch. Na komm, das wird eh nix. Nein, natürlich nicht. Wenn ich oben auf diesem... ja, Pfeiler bin, dann springe ich einfach mal drüber. Oder vielleicht hatte der liebe Kommentarschreiber doch recht. Aber das kann ich mir fast nicht vorstellen. Weil dann bin ich ja noch weiter unten. Ich probiere es mal mit B, mit diesem schnellen... ja, wie auch immer. So aber nicht. Jetzt müsste es doch passen. Na, toll, jetzt stehe ich hier. Aber kann ich von hier vielleicht irgendwie... Das wäre natürlich auch schön. Nee, da komme ich aber nicht hoch. Na, toll. Einmal noch. Wirklich, einmal versuche ich das noch. Ja, ja, das war super. Das war gut. Warum hat er denn jetzt so hochgeschlagen? Das möchte ich nochmal. Also, einmal noch. Hat das was damit zu tun gehabt, dass ich gesprungen bin? Das war nix. Das war ja jetzt super hoch. Wenn ich jetzt schneller reagiert hätte, also nicht jetzt, sondern Mist, gerade eben. Komm, geh drauf, schnell.
ist jetzt wirklich das letzte Mal. Also wenn es jetzt nicht klappt, dann ist auch egal. Ich glaube sowieso, das ist echt nur eine Leuchtkugel. Na komm. Es ist so nervig. In letzter Zeit, ich werde ständig bei der Aufnahme gestört. Entschuldigung jetzt für den Schnitt, aber es hat an der Tür geklingelt. Oh, das ist einfach im Moment ganz, ganz schlimm. So, jetzt ist es aber wirklich hier das allerletzte Mal. Dann möchte ich endlich weiterkommen. Wir haben noch eine Attraktion, die wir jetzt reparieren werden. Und ich bin gespannt, was es sein wird. Da ging es ja nicht weiter. Hier war das... Ist es doch das Karussell? Look, there's the balloon. It got snagged, so they can't pull it down. But nobody can get up there to untangle it. I bet somebody didn't pay attention when he was tying it down. A carousel! I think I can turn it on. Do you have any luminaries? Ja, ein paar habe ich noch, auch wenn ich jetzt nicht alle einsammeln konnte. I think I can turn this on now. I think you're gonna need to get that beacon working. Okay, repariere das Licht an der Spitze des Karussells. Ach, wie geil. Oh, da ist eine Leuchtkugel, da möchte ich... Okay, im... Bitte was? Achso, durchbrechen von dünnen Schatten, das weiß ich ja. Ich würde jetzt sehr gerne hier... auf eines der Pferde. Und hier wollte ich eigentlich durchbrechen. Mann! Hey, warum... Warum funktioniert das nicht, so wie ich das möchte? Pass mal auf, wir gehen mal hier. So. So. Ah, jetzt haben wir es doch. Ich warte mal aufs nächste Pferd. Nein! Ach, das gibt's doch nicht. Ich möchte dich schon wieder meckern, aber in den Schatten ist die Steuerung grauenhaft. Hallo, Didi. Was? Warum sagst du denn, tut dir leid? Ich drücke B die ganze Zeit. Komme ich da jetzt echt nicht hoch? Oder ich warte... Ah, das kann natürlich auch sein, dass ich auf Didis Pferd warten muss. Ich mache das mal. Weil sie ja ein bisschen höher ist, dann können wir ihr eventuell auf den Rücken springen. Oh, so schöne Pferdekarussellmusik dazu und bloß nicht runterfallen. Nope, sie kommt da so nicht hoch. Didi, wo bist du? Bist du nicht mehr auf dem Pferd? Ich warte auf dich. Oder doch so auf den... Ah, okay, es hat auch so funktioniert. Sehr schön. So, da müssten wir dann... Okay, wir müssen einmal ganz rum. Aber das passt von hier nicht. Die Frage ist, ob wir da in die Schatten kommen. Immerhin können wir hier ja stehen. So. Wow. Schön auf den Balkon. Was haben wir hier? Moment, achso, da geht es nur wieder zurück. Ich dachte, ich habe jetzt was Tolles entdeckt, aber da hinten ist noch eine Leuchtkugel. Die möchte ich erst haben. Und jetzt darf ich das ganze Spielchen hier nochmal machen. Habe ich recht? Natürlich. Ja, ach so, sie ist wirklich im Weg. Oh, das habe ich jetzt gerade gemerkt. Oops, sorry. Was I in the way? Ja, ja, ist schon gut. Da bin ich automatisch rausgeflogen. So, komm, hoch. Mann! Es hat gerade so gut funktioniert. Naja, was heißt so gut? Und hepp und hepp. We riding, cowboy. Get along, little doggies. Okay, beim nächsten Pferd werde ich nochmal mein Glück versuchen. So. Hallo, ich habe gedrückt.
Ich habe sehr wohl gedrückt. Ach, Mensch. Kann ich nicht einfach hier noch hinten drauf und dann hier rüber? Ich drücke die ganze Zeit. Es ist nicht schön. Oops, sorry. Was I in the way? Ja, du bist im Weg, aber ist nicht schlimm. Ich krieg das hier schon irgendwie hin. Komm schon, komm schon. Es ist sehr schön, Didi, dass du so viel Spaß hast. Aber ich hätte auch gerne so viel Spaß. Nur wenn das hier so weitergeht, dann habe ich nicht mehr so viel Spaß. Are you okay up there? Ja, alles. You need any help? Here, jump on this. Danke. Sehr nett von dir. I think you're gonna need to get that beacon working. Ja, das sagtest du schon. Das habe ich bereits verstanden. Und ich kann doch bestimmt hier rüber springen. Okay, now you can get up to the roof and untangle Daddy's balloon. Ach, wie schön mit den Sternschnuppen. Ach, wie geil ist das bitte?